Hallo, Suzuko hier. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich wollte euch gerne meinen Adventskalender zeigen, das ich hier 2019 gemacht habe in unserer Gruppe. Da ist eine Papierperle. Und der Weihnachtskalender ist Adventskalender, der ist 4 cm mal 5,5 cm. Das sind, lass mich mal gucken, etwa A9 groß. So, die Außenhülle ist aus einem alten Pixie-Buch entstanden. Man sieht es an der Zeichnung, es ist wirklich uralt, ne? So. Und das habe ich also gebunden mit hier Karteikarten, habe ich zurechtgeschnitten, so Blanko-Karteikarten. Am Innencover habe ich die Prompts mir ausgedruckt, hier in der Mitte geschnitten und vorne und hinten aufgeklebt. Ja, für die 24 Tage. Hier geht's los. Viel Spaß beim Gucken. Hier hatte ich zwei Prompts von 4 und 6 zusammen gemacht. 4 und 5, Stiefel und Schlitten, weil das Bild das einfach hergab, das ist das Schnipsel aus dem Pixie-Buch. Und hier habe ich ein Elfchen dazu geschrieben. Stiefel, warme Füße, den Schlitten hinterherziehend durch den hohen Schnee, Winterwonne. Und es hat unheimlich Spaß gemacht, diese kleinen Tagesbilder zu machen. Manchmal habe ich Collage gemacht, manchmal habe ich selber gezeichnet, wie hier. Das ist Ginger, die Lebkuchengöttin. Das ist auch ein Schnipselchen aus dem Pixie-Buch, das ich so süß fand. Also nicht viel dran an diesem Tag, aber ich finde das Bild schön. Es muss ja auch nicht jedes Mal so ausführlich sein. Das ist auch aus dem Pixie-Buch. Das ist gezeichnet. Oft habe ich auch als Hintergrund so Papiere, die mit Farbe waren, so Buchseiten oder so genommen. Das ist ein Rezept für Heidelsand, das ich dieses Mal zweimal gebacken habe in dieser Saison. Hier ist der Spruch so witzig, ich muss den doch noch mal lesen. Wusstest du schon, dass die Flamme einer Kerze nach verbranntem Nasenhaar riecht? Da war der Prompt Kerze. Ich glaube, Kerze war das 20. Ja, Kerze. Bei Klingglöckchen habe ich nicht die Glocke, sondern die Glockenblume gemalt. Fand ich witzig. Und ich fand dieses Bild so schön, habe ich im Internet gefunden und dann abgezeichnet.
Und das war's. Ich weiß noch nicht, was ich hier hinten mache. Vielleicht ein Foto noch aus der Weihnachten 2019. So, und das ist mein kleines Büchlein umgekehrt so rum. Und hier. Tschüss.